Hallo Leute, heute geht es wieder weiter mit diesen Dezimalfaktoren in der Mathematik bzw. in der Elektrotechnik. 2 Mikroampere mal 12,5 Volt. Hier die 2 und die 12,5 zusammen ergibt 25. Mikro kann man übernehmen, Wert 10 hoch minus 6. Ampere mal Volt ergibt Watt. Ja, weiß man oder man weiß es nicht, wer sich in der Elektrotechnik beschäftigt, wer sich beschäftigen will. Hier auf dem Channel abonnieren, Elektrotechnik 5 Minuten. Ja, jetzt zur nächsten Aufgabe, 75 Millivolt durch 2,5 Nanoampere. Ja, zuerst mal 75 durch 2,5, das ergibt dann 30, aber vorher noch Milli ist 10 hoch minus 3 und Nano ist 10 hoch minus 9 Volt durch Ampere ergibt Ohm. So, also hier 75 durch 2,5 ist 30, 10 hoch minus 3 geteilt durch 10 hoch minus 9 ergibt 10 hoch 6 Ohm und 10 hoch 6 Ohm ist letztendlich wieder Mega Ohm. Wer es noch weiß. Gut, so jetzt hier zur Aufgabe 10. 20 Volt im Quadrat durch 8 Kilo Ohm. Also zuerst mal hier verrechnen, habe ich hier 400 Volt Quadrat. Auch die Einheit wird quadriert, nicht vergessen. Durch 8 Kilo. 8 Kilo sind ja, Kilo sind 1000, also 8000 Ohm. Dann erhalte ich hier 400 durch 8000, kann ich hier die Nuller schon mal hier so wegkürzen. Dann habe ich 4 durch 80 und 4 durch 80. So, jetzt werde ich kreativ, weil ich keine Taschenrechner jetzt gerade nicht zur Hand habe. Ist 4 durch 40 ist 1 durch 20. Und 1 durch 20, wenn ich sage 1 durch 10 ist 0,1 und 1 durch 20 ist dann sozusagen die Hälfte, also 0,05. Und hier Volt Quadrat durch Ohm, wer es weiß, ist hier Watt. Gut, dann haben wir das. Dann hier die letzte Aufgabe, die ist sportlich. Also hier so ein Haufen so Einheiten Rumpsel. Und jetzt gucken wir uns hier das mal an. 3,6 Meter Sekunde hoch minus 2 mal 9 Kilogramm durch 2 Meter Quadrat Sekunde hoch minus 1 mal 6 Newton mal 3 mm hoch minus 2. Huch, knifflig, knifflig, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, dann machen wir jetzt Folgendes. Also zuerst mal alle Zahlen. 3,6 mal 9 durch 2 mal 6 mal 3. Jetzt haben wir alle Zahlen. So, jetzt fange ich hier einfach mal schön an zu kürzen. Und zwar Sekunde hoch minus 2 habe ich hier und Sekunde hoch minus 1. Das bedeutet, ich kann das hier mit dem kürzen, weil da steht ja Sekunde hoch minus 1 mal Sekunde hoch minus 1, also bleibt das hier schon mal übrig. Dann kann ich hier den Meter mit dem Quadrat hier kürzen. Ja, gut. Jetzt nächstes sind die Vorfaktoren, die ich jetzt hier hinschreibe. Mal, Vorfaktoren gibt es nur dieses Milli hier. Und dieses Milli, aufpassen, hier ist ja sowas da. Also habe ich hier 10 hoch minus 3 normalerweise und dann mit diesem minus 2 ergibt sich hier dann sozusagen dann ein, kurz ausholen, 10 hoch minus 3 und hoch minus 2 ergibt dann minus minus, ja plus 10 hoch 6. Hier unten. So. Dann haben wir das und jetzt einheitmäßig, jetzt wird es knifflig, meine Damen und Herren, jetzt wird es knifflig. Also ich habe hier Sekunde hoch minus 1, hier habe ich Kilogramm, hier bleibt noch Meter. Newton, habe ich hier so eine kleine Randnotiz, ist Kilogramm mal Meter durch Sekunde Quadrat und hier ist noch Meter hoch minus 2. So. Ja, wie sieht es jetzt aus? Also Kilogramm kann ich kürzen, easy. Meter mal Meter ist Meter Quadrat mal Meter minus hoch minus 2, kann ich auch schon kürzen. So, jetzt hier Meter Sekunde. Jetzt wird es knifflig. Also, das hier, es steht ja eigentlich da, also das kann ich ja in diesen Obernenner hier vom Newton raufbringen, also habe ich Sekunde minus 1 durch Sekunde im Quadrat, also durch Sekunde hoch minus 2 ergibt das. Dann kann ich das hier wieder schön kürzen.
Es bleibt übrig Sekunde O minus 1 und das ist ja letztendlich wieder Sekunde ja, plus 1, also Sekunde bleibt als Einheit übrig. Perfekt, wissen wir das schon. Dann 1 durch 10 hoch 6 ist ja 10 hoch minus 6 Sekunden und jetzt muss ich hier vorne noch gucken, wie ich das ja am geschicktesten auflöse. Das mache ich jetzt mal zuerst so. Und zwar verrechne ich jetzt 2 mal 3 mal 6 ist 36. Also habe ich jetzt hier 3,6 mal 9 durch 36. 3,6 durch 36, das ist ja letztendlich, kann ich kürzen. Er gibt ein Zehntel. Also hier ist dann 9 durch 10. Und das ergibt dann ja, 0,9 mal 10 hoch minus 6 Sekunden. Oder wenn man 10 hoch minus 6 umschreiben möchte, hat man 0,9 Mikrosekunden. So, et voilà, das war's. Hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Falls ja, hier wieder abonnieren, oben drücken. Und ja, im weiteren Video gucken wir uns dann nochmal 3 weitere Aufgaben an. Also dranbleiben, bis dann.